So, wir befinden uns jetzt hier wieder am Aquaterrarium. Man sieht schon, es hat sich schon ein bisschen was getan. Hier ist jetzt schon der Bodengrund drin. Man kann das jetzt schon ein bisschen sehen. Also man merkt jetzt auch schon, der Bodengrund schluckt jetzt auch schon ein bisschen das Licht. Es ist jetzt nicht mehr so, dass hier ein Flutlicht drin ist in dieser Wohnung. Und ja, jetzt kommen wir mal kurz zum Bodengrund. Also wir haben hier einen ganz, ganz feinen Aquarienkies. Hierbei geht es zu sagen, viele sagen, die nehmen lieber Sand dafür. Ist meiner Meinung nach Gops wie gesprungen. Es kann unter Umständen sein, dass wenn eine Schildkröte einen, ich glaube, Kalziummangel war das, Kalzium- oder Kalkmangel hat, dann fressen die das gerne mal, diesen Bodengrund, weil sie sich dann da sich die Nährstoffe halt rausholen können. Das passiert aber wirklich nur, wenn ihr die Schildkröte zu wenig von diesen Nährstoffen gibt. Das heißt, die Schildkröte muss auf jeden Fall unbedingt Sepiaschein bekommen, oder ich glaube sogar, es gibt auch Halter, die geben den Schildkröten noch Eierschein. Damit habe ich jetzt keine Erfahrung, da habe ich auch noch nicht so viel von gehört. Ist fraglich, ob das so machbar ist. Vielleicht kann ja einer seinen Senf dazugeben und sagen, ja, ich gebe meiner Wasserschildkröte diese Eierschein und die kommt damit super klar. Nichtsdestotrotz, es geht ja jetzt hier um den Bodengrund. Der ist jetzt hier soweit drin, ist noch nicht ganz fertig. Wichtig ist, diesen Bodengrund zu spülen, aber ich glaube, das weiß eigentlich jeder, der schon mal mit Aquarien zu tun gehabt hat, dass man das vorher ausspült, weil sonst habt ihr hier sowas von eine milchige Suppe drin und das wäre dann auch ein bisschen Käse. Der Filter kriegt es zwar irgendwann weg, aber es dauert halt sehr lange. Und die Zeit kann man sich einfach sparen. So, wie ihr seht, stehen hier ein paar Gläser drin. Das ist jetzt einfach mal nur, nicht, dass ihr euch wundert. Ich hatte ja schon mal erzählt, es gibt sehr viel Probleme mit dieser Filter, der saugt nur so ganz schlecht an. Ich versuche das jetzt einfach so wieder in Betrieb zu setzen, wenn Wasser ist, dass da gar keine Luft reinkommt ins System und dass wir dann so gleich den Filter wieder in Betrieb nehmen können. Also der Test hat funktioniert, es ist alles in Ordnung. Der Filter läuft wunderbar, hat keine Leckagen. Von daher wird er jetzt noch ein, 2 Monate hier seinen Dienst tun, bevor er dann, wie gesagt, in Rente geschickt wird. Gut, das ist jetzt soweit der Bodengrund. Das geht hier noch ein bisschen weiter, dann kommt das Wasser und dann gibt's die Pflanzen. Dankeschön.